Herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Musotalk-Spezial mit Livestream, denn heute stellen wir die heute auch erschienene Version Studio One 2.5 vor. Und dazu habe ich mir zwei wirklich interessante Gäste in die Runde geholt. Einmal den Rodney. Hallo Rodney. Hi. Du bist der Product Marketing Manager Europe von Prisonus, richtig? Richtig. Alles klar. Und du tourst durch die Landen, stellst es vor und überlegst dir, wie man das am besten verkaufen kann, was ihr da programmiert habt, richtig? Ja, mehr oder weniger. Alles klar. Ja. Wo bist du denn jetzt gerade? Heute bin ich in London. Ich wohne meistens in Irland. Wir haben ein Prisonus Europe Büro ist in Irland. Unser Softwareentwicklungsbüro ist in Hamburg. Aber heute bin ich in London, weil ich bin immer hin und her und durch den ganzen Europa. Du bist immer auf Tour sozusagen. Ja, mehr oder weniger. Ich glaube, letztes Mal ich war zu Hause, war seit 3 Wochen vorher. Oh. Und dann komme ich wieder zu Hause Ende nächste Woche. So, das ist mehr oder weniger einen Monat auf Tournee im Moment. Alles klar. Gut, und dann haben wir noch den André Dubke in der Leitung. Der ist im kalten Malaga. Ich bin im kalten Malaga, genau. Wir haben es ja auch frisch in den Bergen. Also Malaga ist es sicherlich warm, aber wir sind ja hier auf 1000 Metern. Hier ist es schon ein bisschen frisch, aber schön. Alles klar. Und du bist Beta-Tester von Prisonus Studio One und hast schon einiges mit der neuen Version angestellt, richtig? Genau, wir arbeiten schon länger mit der Version, ja. Ich habe mich ganz besonders über die neue Version gefreut, Rodney, denn da sind einige Sachen dabei, die mir ganz besonders am Herzen liegen. Und zwar, ich sage jetzt mal Track Transform mit Multiple Outputs und auch das Re-Recording von den Basses finde ich super. Wollen wir damit vielleicht anfangen? Ja, natürlich. Ja, ich habe nämlich das grundsätzliche Problem immer, dass ich am liebsten, das sieht man hier auf meinem Bildschirm auch, eine Drumspur als einzelnen Part-Programmierer. Also ich möchte jetzt nicht mit 5, 6, 7 oder 8 Spuren schon arbeiten, wenn ich einspiele, weil ich mag das immer ganz gerne so in einem Roll, in einem Take aufnehmen. Hab dann aber immer das Problem, ich möchte gerne die Spuren jetzt als Audio haben, um sie weiter zu verarbeiten. Und das ist ja jetzt gelöst. Da kann ich jetzt einfach hier Impact anwählen. Dann transformiere ich das in Audiospuren und habe hier oben Render All Channels und kriege jetzt für jeden Output eine eigene Audiospur. Und da hat geklippt, aber das ist ja bei Punkern üblich, ne? Da klippt ja öfter mal was. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Vor allem, weil es auch wieder zurückgeht. Man kann nämlich jetzt, wo ist der Zoom? Ich versuche jetzt hier mal reinzoomen. Rodney, du kannst ja auch Sachen zeigen, ne? Aber wenn man hier reinzoomt, da sieht man diese grünen kleinen Symbole, das sind die Events. Und man kann dann auch tatsächlich, das habe ich auch schon mal ausprobiert, wieder zurück die Spur transformieren in Instrumentenspur. Genau. Hurra! Aber noch nicht. Man kann auch den Audiospuren editieren und dann transform zurück zum MIDI mit den Edits. Quatsch. Mit anderen Programmen, die heißen diese Funktion Freeze, you know, gefroren. Ja. Und wir heißen es Transform, aber weil bei uns es geht, nichts ist gefroren. Man kann Transform ein MIDI-Instrument-Spur zu einer Audiospur, editiert den Audio und dann transformt zurück zu den MIDI-Instrument-Spur mit den Edits aus MIDI. Und, so es ist nie gefroren. Das heißt, es ist ein Spur wie alle anderen Spuren. Man kann es editieren, es ist egal, wo, wie, was. Das habt ihr so ein klein bisschen vom Konzept her ja auch in den Ordnerspuren jetzt am Start. Denn die Folder-Tracks kann ich jetzt auch zerschneiden. Genau, das für mich war super wichtig, weil ich packe, mit meinen Songs habe ich immer 50, 60 Spuren. So ich packe immer alle meine Drum-Spuren in einem Ordner, alle meine Gitarren in einem Ordner und so weiter. Und dann, wenn ich will arrangieren, vorher muss ich immer alle diese Ordner öffnen und dann alle die Spuren individuell editieren. Aber jetzt kann ich nicht nur meinen Ordner editieren und alle die Spuren in dem Ordner sind editiert auch. So, das habe ich jetzt hier mal gerade gemacht und gezeigt.
Ne? Ja. Ich kann jetzt also den zerschneiden, verschieben und wenn ich das dann ausklappe, dann sehe ich, das wurde dann über alle Spuren gemacht. Ja, super easy. Super easy. Und intuitiv, muss immer so bei Studio One. Genau. Eine Sache, die du mir gleich erklären musst, ist, ich habe versucht, eine Spur, also so Effekte zu bassen. Das finde ich ja auch so super geil. Dass man im Prinzip hier als Eingänge auch Instrumentenausgänge jetzt aufnehmen kann. Aber genau. Mit den Effektbusses habe ich nicht geschafft, du. Ja, mit den Effektbusses. Kann ich keinen Effektbass aufnehmen? Weiß ich nicht, habe ich nie probiert. Ah, ich glaube nur die Standard-Subgruppen-Busse, ne? Ich glaube nur die normalen Busse. Mm. Wobei du die natürlich auch als Effektbus benutzen kannst. Ja. Dann hätte ich statt einen Effektbus einen normalen Bus anlegen müssen. Ja. Und dann wäre das gegangen, oder was, André? Genau, dann wäre das gegangen. Mhm. Ja. Hast du es schon mal ausprobiert? Ich habe das schon benutzt, ja. Ist echt toll, weil ich mache das oft, dass ich mal so Teile rückwärts laufen lasse oder einen Hall aufnehme, den Hall dann umdrehe und dann solche Geschichten. Und das geht super. Also das Ganze ein super Feature. Das ist nämlich zum Beispiel. Es geht auch mit Rewire-Spuren zum Beispiel. Auch. So man kann ein Rewire-Spur als Eingang zu einer Audiospur sein. Ich habe nämlich hier tatsächlich so einen Fall sogar am Start, denn hier dieser Bass mit diesem Delay. Da würde ich nämlich gerne das Delay jetzt als Audio haben und dann das Delay zerschneiden. Ich könnte es zwar auch gaten, weißt, aber so kann ich noch, da habe ich ein bisschen mit rum experimentiert, da kann ich dann wirklich so noch besser diesen Groove und das Delay aufeinander abstimmen. Und das ist natürlich sowieso generell, finde ich, geil, wenn man alles, was man macht, wie damals, ne, mit dem Kabel in einen Rekorder aufnehmen kann und dann weiterverarbeiten. Auch richtig. Auch richtig. Wenn es funktioniert, ja, nicht jetzt, es funktioniert nächstes Mal. Alles klar. Aber wie gesagt, wenn man das tatsächlich, also nicht einen FX-Bass, sondern ich hätte hier einen anderen. So einen normalen Basskanal, ja, dann geht es. Mhm. Okay, mache ich jetzt einfach mal. Mal gucken, ob der jetzt erscheint. Als Quelle für die Aufnahme. Nö. Ich bin zu doof. Ich kann es nicht. Aber du hast es schon gemacht, André. So würde es doch gehen, ne? Welche Version hast du denn jetzt installiert bei dir? Ich hoffe, die 2.5. Na gut. Okay. Prüfen wir noch. Haben wir jetzt in der Stelle? Wir gehen zurück in den QA-Department. Alles klar. Gut, André, frage ich dich mal den André. Was waren denn so die Highlights, die dir so... Ich habe noch mehr Highlights hier auf meinen Kärtchen. Mhm. Auch mehr Highlights, die dir aufgefallen sind bei der Arbeit mit Studio One 2.5. Also ganz ehrlich, ein super kleines Feature, aber für mich ganz, ganz, ganz wichtig, weil es mich seitdem ich mit Studio One arbeite, ist, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, die Dry- und Wet-Funktion vom Preset-Wechsel auszuschließen. Das heißt, man kann wirklich mal Presets vom OpenAir zum Beispiel durchhören, ohne jedes Mal Dry und Wet wieder regeln zu müssen, beziehungsweise auf 100% Wet regeln zu müssen, wenn man das als Send benutzt. Und das ist für mich eigentlich das Feature, was mir jetzt wirklich auch Spaß macht, beim mal wirklich mal alle Presets durchsteppen kann. Mhm. Steht hier auch mehr oder weniger fast hier auf meinem Zettel drauf. Da steht Wet and Dry und ich finde das zum Beispiel geil, dass das jetzt in allen Presonus-Plugins wählbar ist, sodass ich so eine Bass-Compression wunderbar machen kann, Bass-EQing. Und ich habe damit vor mehreren Wochen ein bisschen experimentiert und habe festgestellt, dass es wirklich in vielen, vielen, vielen Fällen immer besser ist, einfach dieses bearbeitete Signal zuzumischen, statt den bearbeitenden Prozess so einzustellen, dass er nicht so stark wirkt. Also lieber einen starken EQ oder einen starken Kompressor und dann den Anteil regeln, dass hatte für mich bessere Ergebnisse zur Folge. Ne? Ja, ich meine, diese drei Wet-Funktionen, wie André hat gesagt, was ist ganz nett mit Send-Effekte. Ich kann mit meinem Reverb und meinem Delay und so, ich kann diese immer locken als nur Wet. Und vorher, es war immer Presets, könnte 20% oder 30%. Ich kann sagen, immer alle Send-Effekte nur 100% Wet. Auch ich kann mit den Insert-Effekt wie Compressor, den Filters, alles möglich. Wir haben immer Dry-Wet jetzt bei fast alle
diese Insert-Effekte. So, ja, wie hat er gesagt, mit einem Kompressor ist es manchmal viel besser, ein sehr starkes, ein sehr hartes Kompressor zu haben und dann nur 50% oder 40% wet sein. Und man hat diese Pumping-Parallel-Compression, das man braucht. Und auch mit den Filtern ist es fantastisch. Absolut. Man kann ein bisschen mehr Movement haben in dem Sprüher, ohne Full Filtering haben. Das ja, ist ja auch so, egal wenn du filterst, bearbeitest du ja im Prinzip immer das komplette Signal, obwohl du im Prinzip nur an einem Bereich was verändern möchtest. Und da ist es dann schon immer schlau, wenn das Originalsignal noch unverändert zugemischt ist. Das ist auf jeden Fall oft klanglich hochwertiger. Und diesen Wet-Dry-Schalter, den hätte ich gerne damals bei meinem M1 gehabt. Weil alle Presets immer mit tausenden Effekten waren. Mhm. Und muss man immer erst mühselig, musste man jedes Ding abschalten. Das ist wirklich eine Kleinigkeit, die aber beim täglichen Arbeiten eine Menge ausmacht. Sonst noch was, ja. André? Du bist nicht zu hören. Stumm geschaltet, sorry. Da hätte ich noch eine Frage zu dem Kompressor. Der hat ein neues Summing. Ist das jetzt phasenlinear? Kann man jetzt sagen, der Multiband-Kompressor ist phasenlinear? Ja. Oder wie kann man das verstehen? Ja, bei dem Multiband-Kompressor ist es jetzt viel kohärent mehr. Weil der Multiband-Kompressor für Mastering, viele Leute haben es sehr gut gefunden. Ich persönlich hat immer ein kleines Problem mit dem Multiband-Kompressor. Aber die neue Version hat es übergearbeitet, wie es funktioniert. So ist jetzt viel corrected Summing. Und es klingt, nur eine Kleinigkeit, aber für mich fühlt so viel besser beim Mastering. So, ich benutze sehr viel mehr als vorher. So es klingt viel besser. Wir hatten viele Effekte übergearbeitet, zum Beispiel den Chorus-Effekt hatten wir total neu gemacht. Der alte Chorus ist jetzt, wir nennen das nur als Doppler-Funktion, aber wir haben ein neues Chorus, das hat auch drei oder vier Stimmen dabei und es klingt viel, viel besser, mehr wie ein altes Analog-Chorus. Wo wir gerade bei Plugin und Effekten sind, da kam im Chat die Frage, ob man dann jetzt da noch 32-Bit-Plugins einladen kann. Nein, nie. Nie? Mit den 4 und wenn man hat ein 64-Bit, wenn man läuft im Programm in 64-Bit-Modus, das heißt, nur 64-Bit-Plugins kann laufen. Wir haben keines internes Bitbridge. Und das Grund ist, dass es gibt zwei Gründe wirklich. Ein, es ist ein Hack. Es nie funktioniert 100% richtig. Nie. Und andere Leute, die haben andere Programme mit einem internen Bitbridge, wissen das. Es ist immer ein Hack. Es ist sehr unstabil. Und zweitens, in die Zukunft, alle Plugins kommen aus 64-Bit. Beim Ende dieses Jahres, ich glaube, alle Plugins sind 64-Bit. Wir hatten Probleme vorher mit anderen Firmen wie Waves oder Universal Audio, die hatten nur 32-Bit-Version. Jetzt die haben alle 64-Bit-Version. So, wir könnten 6 Monaten arbeiten für ein Bitbridge, das funktioniert nicht richtig. Und beim Ende, es lohnt sich nicht, weil alle die anderen Plugins sind 64-Bit. Ja, und wenn dann was abstürzt, heißt es wie Studio One, ne? Ja, genau. Wenn es abstürzt, die Leute sagen immer, ja, die Studio One ist nicht stabil. Und Stabilität muss immer Nummer 1 für uns. Das Ding ist, wenn man muss wirklich 32-Bit-Plugins haben, dann man kann laufen in 32-Bit-Modus mit dem Programm. Oder man kann den JBridge benutzen. JBridge ist ein anderes Programm, das kostet, ich glaube, $15 oder so. Es ist nicht teuer. Und das funktioniert sehr, sehr gut mit Studio One. Es ist mehr oder weniger stabil. Mehr oder weniger. Und ich habe es selbst benutzt sehr viel und es geht sehr gut. Wir hatten sehr guten Kontakt mit der Entwickler von JBridge und arbeiten zusammen mit ihm. So, das ist, wenn Leute will 64-Bit-Programm laufen mit 32-Bit-Plugins,
dann Jay Bridges zu empfehlen. Rodney, fällt dir denn überhaupt noch ein Plugin ein, das du als 32-Bit-Plugin gerne benutzen möchtest in Studio One? Ich? Mhm. Ich liebe alle die Korg-Plugins, die M1 und MS-20-Plugins. Ah. Auch nur 32-Bit. So, für mich das ist das sehr wichtig. Und Silent ist auch, ich glaube, jetzt nur 32-Bit auf Macintosh. So. Es gibt ein paar, sind noch nur 32-Bit. Aber für mich selbst im Moment, again, nur für 64, weil ich brauche meinen RAM. Okay, hast du denn, wollen wir das Thema überhaupt noch vertiefen, André? Hast du denn überhaupt noch ein altes Plugin am Start da? Ja, gibt es immer mal wieder, gerade so alte Freeware, die kann man ganz gut benutzen. Und wir haben auch sehr gute Erfahrungen mit der JBridge. Also haben auch sehr viele Kunden, die das nutzen und das funktioniert in der Regel schon sehr stabil. Das ist eine gute Lösung, wenn man mal irgendwie noch einen Plugin hat. Oder ich würde jetzt nicht ein komplettes Projekt nur mit JBridge irgendwie erfüllen, aber sonst ist das eine super Lösung. Jetzt haben wir hier noch ein Highlight, der auch ganz, ganz oben auf der Presonus Seite zu sehen ist. Das ist Comping Improvements. Das heißt also Multitrack-Aufnahmen. Und du hast gesagt, Ronny, du hast jetzt auf deinem Mac gar kein Multitrack-Programm am Start, ne? Ich habe nicht hier, aber vielleicht du kannst etwas machen. Ja, ich kann was machen. Ich mache jetzt was einfach. Ich mache jetzt einfach mal was, ja? Und dann können wir nämlich auch gleich noch verkünden, dass es ja mit dem Empire jetzt auch ein Update gibt, ne? Mhm. Ja, mit Ampere haben wir noch gearbeitet über Ampere. Es ist jetzt ein großes Thema für uns, für Gitarristen. Und mit Ampere hatten wir alle die Amps neue Voices gemacht und auch alle die Speaker Cabinets total neu gesampelt. Die sind alle Impulse Responses. Die sind alle in sehr, sehr hoher Auflösung jetzt und klingt viel besser als vorher. Das wollen wir doch gleich mal hören hier, oder? Okay. Und jetzt mache ich mal eine Aufnahme und dann erklärst du uns mal, wie dieses kommt. Muss ich hier noch was einstellen jetzt? Optionen? Takes auf Ebenen aufnehmen? Ja. Das muss auf. An, ne? Glaube ich, ich habe es nie gesehen auf Deutsch vorher. Loop-Aufnahme, Takes. André, du kennst dich aus. Ist das alles richtig, was ich hier eingestellt habe? Ich höre dich nicht. Sieht gut aus, soweit ich das hier sehen kann. Ja, ja. Kann die Aufnahme drücken, ja? Ja, aufnehmen. Ich blamieren jetzt. Okay, alles klar. Aber ich bin ja hart. Ich würde mal die Aufnahme scharf schalten. Genau. Das ist so eine Geschichte, das kann man aber in den ich habe ja tierisch geflucht darüber, dass man das immer machen muss und dass auch die Aufnahme immer anbleibt, bis ich dann gemerkt habe, es gibt ja eine Option, dass immer nur der selektierte Track Aufnahme geschaltet ist. So wie das von unserem guten alten Logic kennen. Nochmal, nächster Versuch. Viel zu wenig Pegel, ne? Oh ne, da war's. Ach, hier ist es. Okay, es war zu viel. Oh. Na, das wird hier nix, glaube ich. Rodney, ich glaube, du musst es so erklären. Hast du irgendwie einen Pfeil am Start? Hörst du uns noch? Sorry, what was that? Ich habe gesagt, das wird hier nix, glaube ich, oder? Oh. Okay, ich habe. Hab jetzt hier zwei Spuren aufgenommen. Soll ich es nochmal probieren? Okay. Ich glaube, ich habe auch viel zu viel Pegel. Ja. Viel zu viel. Machen wir nochmal das gleiche nochmal. Auch viel zu viel. Viel zu viel. Ja, da stimmt was mit deinem Eingang, glaube ich nicht. Nee, es ist nicht mein Eingang. Na doch. Sondern. Ja, da sieht es jetzt noch gut aus. Da sieht es noch gut aus. Ich glaube, du kriegst das Playback mit drauf, kann das sein? Bitte? Ich nehme das Playback auf. Dass du das Playback mit aufgenommen hast. Interessant. Ich nehme das Playback auf.
Das kann doch nicht sein. Guckt mal. Keine Ahnung. Hier nur sieht aber ein bisschen so. Ich glaube einfach, dass der Gitarrenamp ist zu heiß. Das hatte ich auch, als ich ihn mal getestet habe. Da kommt einfach ganz viel Pegel raus. Da muss man vorsichtig sein. Und da sieht man, das ist ja jetzt ein gutes Beispiel dafür, dass man zum Beispiel mal sieht, ich hatte ja einen richtigen Eingangspegel habe ich gehabt, aber das Plugin selber hat das ganze Ding relativ laut gemacht und ein bisschen übersteuert. Aber hier sehen wir auf jeden Fall mal dieses schöne Comping-Feature, richtig? Hoffentlich. Nee? Und du hast Record Takes to Layers gemacht? Ja, ich glaube, ja. Warte mal hier. Takes auf Ebenen aufnehmen. Overdub ersetzen. Ich glaube, das müsste aber alles richtig sein, ne? Der Vorführeffekt. Was habe ich falsch gemacht? Aber guck mal hier, da. Es geht doch. Guck mal, Rodney. Ja, ja. Das ist doch genau das Ding. Also ich selektiere genau, hier im Prinzip richtig. Nur einen Bereich. Jetzt mit dem Comping. Man muss nur diese Range-Tool benutzen und dann selektiert dein Range und dann es geht automatisch zu den Main-Track oben. Genau, das mache ich jetzt mal mit dieser Stelle hier, die ist ja offensichtlich. Nur selektiert das und puff, es ist automatisch da. Alles so, genau. Es ist sehr, sehr schnell, Comping zu machen jetzt. Nur dieses Stück, bum, 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 fertig. Aber die letzte Aufnahme ist dann oben die Masterspur. Das heißt also, wenn ich hier weniger selektiere, dann wird aufgefüllt mit der letzten Spur. Oder man kann, wenn man hat ein Range und man will dieses Range haben, nur Control-Click auf dieses Range oder Command-Click. Und dann es geht auch oben. Okay. Und man kann auch, hat auch ein gutes, den Listen-Tool funktioniert besser auch. Ja. Gut. Dann würde ich mal dich gerne noch fragen, was ist denn Nimbit? Ja, wenn du mit dem Comping, wenn du klickst auf den Maus auf ein Layer, dann hört nur dieses Layer auch. Ach so, nur da draufklicken? Ja. Ah ja. Und es spielt nur dieses Spur. Auf ein normales, nicht mit dem Range. Okay. Du hast gefragt über Nimbit? Ja, das war so eine Geschichte, wo ich mich gefragt habe, das wurde gar nicht angekündigt hier, Nimbit Client. Was ist denn das? Nimbit, das ist ein System, das man kann, Moment, let's see if I can get it on my machine here. Nimbit ist ein System für Marketing. Weil das Ding ist, dass alle Musikprogramme, you know, die machen ein bisschen Recording, Mixing und so weiter. Mit Studio One, wir haben Recording, wir haben Mixing, wir haben auch den Mastering dabei. Und dann seit vorher, wir hatten ein Upload zum Soundcloud zum Beispiel. Aber jetzt haben wir auch, für die meisten Leute, das ist alles, was die kann machen. Aber wenn ich mache einen Song, es lohnt sich, wenn niemand hört es. So, wir wollten das Ende, das letzte Teil, das Kette machen. Und Nimbit ist ein System, wie man kann deine Songs über den Netz haben, als MP3 für Download. Aber man kann die auch verkaufen dabei. Okay, das ist im Prinzip. Man kann auch Marketing machen dabei. Man kann auch CDs machen und CDs schicken und so weiter. So ist ein voll, mehr oder weniger ein kleines Plattenfirma. Man kann eine eigene Plattenfirma haben und alles kontrolliert von in Studio One. Also im Prinzip was sehr ähnliches wie Soundcloud, aber mit der Möglichkeit, dann auch das mehr kommerziell zu nutzen, als das bei Soundcloud möglich ist. Ne? Hier ist es, the power of direct to fan. Genau. Das ist denn wenn man geht zu meinem Rechner, zum Beispiel, ich habe auch pass auf, du hast jetzt aber gerade wieder dein Videobild. Du müsstest noch mal Bildschirmscheren anschalten. Das ist wieder ausgegangen. Oh, es tut mir leid. Moment. Nö, das ist schon kein Problem. Let's see. Share Screen. Start. Okay. Aha. Ist das da? Okay. Ah, so da ist es. Ja, so das ist meine eigene Gruppe, Cassandra Complex. Ich hatte
ich habe sehr viele Platten gemacht. Ich habe die zwei ersten Singles von meiner Gruppe seit, die sind 25 Jahre alt. Ich habe die remastered in der Mastering-Section von Studio One, dem Project-Fenster, und dann uploaded direkt zu Nimbit. Und jetzt, ich sehe hier in Nimbit, ich habe mein Control-Panel, ich sehe, wie viel wir haben hier verkauft in den letzten Tagen, wie viele Fans wir haben. Ich habe $155 gemacht in den letzten Tagen, das ist auch nicht schlecht. Und ich gehe hier zu meinen Produkten, ich gehe zu meinen Produkten und ich sehe all die Produkte, die ich habe da. Im Moment nur drei EPs da, drei alte EPs. Und ich kann alle die Artwork und alles machen. Dann kann ich auf meinen Store gehen und in den Store ich mache alles, was ich kann sagen, wie es sollte sein. Das ist den Fotos, den Videos, okay. Feature-Produkte und so weiter. Aber das Problem vorher war immer, wenn ich mache einen Store auf meiner Webseite, meine Fans muss zu der Webseite gehen, meine Songs zu haben. Und nicht so viele Leute kommen zu meiner Webseite. Aber alle gehen zum Beispiel Facebook. Und das Ding ist, wir haben auch Facebook integriert mit dieses. Wenn man geht zurück zu dem Store hier, dann sehen wir, haben auch einen Facebook-Store. So, wenn ich habe hier mein Store gemacht, ich klicke nur auf Facebook und es macht ein voll Facebook-App und das geht zu meiner Bandpage bei Facebook. Und der Store ist jetzt in Facebook selbst. So, alle meine Fans können meine CDs kaufen direkt von Facebook. Alles und klar. Ich kann auch sharen und like und es hat alle die Social Media Funktionen. Okay, das sind wir ganz modern und alles integriert, aber im Prinzip. Alles integriert, ja. Ich kann mir diesen Vorgang sparen, das separat zu machen, sondern direkt aus der Audio-Applikation heraus machen. Ja, genau. Das Ding ist, dass jetzt, wir haben hier in der Startseite, wir haben diese Nimbit-Funktion in der Startseite, wie du hast gesagt, und man kann. Ich kann sign in und ich kann den Mastering machen und direkt zum Nimbit schicken. Aber in die Zukunft, in der nächsten Version von Studio One, wir wollten, dass diese Startseite ist auch den Dashboard für auch Nimbit dabei. So man kann sehen im Studio One selbst, wie viele Fans ich habe, wie viele Sales ich mache und so weiter. So Studio One soll im Ende ein One-Stop für alle, das ich mache mit meiner Musik. Nicht nur meine Musik komponieren, aber auch verkaufen und Marketing und alles mal. Okay. Jetzt habe mich da noch nicht ganz so viel mit beschäftigt, mit Nimbit. Eine Frage, wer auch unterstützt das dann auch iTunes? Kann ich die Sachen auch direkt über Nimbit bei iTunes reinbringen oder ist das dann ganz separat? Noch nicht. Wir hatten eine Connection gemacht mit Ditto Music und mit dem Ditto Music Zugang, man kann von da bis iTunes gehen. So bis jetzt, man kann nicht direkt zum iTunes gehen von Nimbit, aber ist es möglich mit noch einer Stufe. In Zukunft hoffentlich, dass wir haben mehr von dieses. Und in Amerika jetzt haben wir physikalisch Sales. Das heißt, man kann CDs machen und unsere Warehouse da haben und T-Shirts und Merchandising und so weiter. Okay. Das haben wir nicht in Deutschland bis jetzt, aber das Plan ist nächstes Jahr, wir haben auch ein physikalisches Warehouse in Deutschland. So dieses Warehouse kann T-Shirts und CDs, alle Merchandising-Dinge haben. Und dann wir sind eine mehr oder weniger Mail-Order-Systeme für alle Gruppen und Artists, die sie haben. So okay. Das kann Rodney, alles von Studio One. Rodney, jetzt lass uns doch nochmal über Studio One und die neuen Features reden. Mhm. denn es ist ja angekündigt, über 100 neue Features. Ja. Alle umsonst. Ein kostenloses Update. Und ich habe hier eine riesenlange Liste von kleineren oder größeren Sachen hin bis zu Sachen, die auch beim an der Audio Engine verändert worden sind und so weiter und so fort. Das ist ja gigantisch. Mit 2.5. Die Idee war, dass viele Leute hatten Requests von uns, sagen, kann das Studio und bitte diese kleine Funktion auch haben?
Und so mit 2.5 ist es mehr oder weniger die End-User-Version, weil wir wollten alle diese Kleinigkeiten, alle diese Workflow-Improvements machen. So, es ist, wie du hast gesagt, wir haben über 100 Improvements dabei. Und viele dieser Improvements sind Kleinigkeiten wie Folder-Editing oder Track-Transform und so. Aber die sind die Dinge, die man braucht jeden Tag. Und so, wir wollten immer, dass der Workflow ist noch einfacher und noch schneller. Und so, you know, von Anfang hatten wir gesagt, dass es ist die, you know, jede, von anderen Programmen, jede Version ist mehr komplex, es ist langsamer und so weiter. Wir wollten, dass mit jeder Version von unserem Programm ist es noch einfacher und noch schneller. So alle die Improvements sind mehr oder weniger Workflow-Improvements. Okay, sozusagen. Aber ein Workflow-Bug habe ich gefunden. Okay, wir haben noch, well, es kann sein, wir haben noch Bugs. Oder noch, ja, so kommt 2.6 nächstes Jahr. So, was ist denn Workflow-Bug? Mir ist nur aufgefallen, es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Es gibt ja kostenlos dazu von SoftTube das Saturation Knob. Mhm. Das ist ja ein Plugin, ne? Ja. Richtig? So, das ist aber auch eine Studio One-Erweiterung. Genau. Und das hat mich verwirrt. Da habe ich erstmal gesucht und gemacht und getan und habe mir überlegt, warum können die das nicht einfach ein Plugin nennen und einfach als Plugin behandeln? Warum muss ich jetzt einmal als Erweiterung installieren, aktivieren, um es dann wieder als Plugin zu benutzen? Das ist ein bisschen komisch. Warum? Weil ein Plugin ist ein Plugin. Ja, das aber ich dann das, ist einfaches, das Ding ist, es ist einfacher zu installieren, ein Studio One Extension. Man muss nur den Extension drag and drop zum Studio One und es ist installiert. Fertig. Pumpf. Kann ich das denn auch haben bei anderen Herstellern? Könnte das sein, dass zum Beispiel Waves oder Metric Halo oder wer immer dann auch seine Plugins als Extensions verpackt? Ja, das ist kein Problem. Ja, es ist easy. Man, ein End-User kann Extensions machen. Wir haben einen Extension-Builder als Extension selbst. So man kann Extensions machen. So viele unserer Soundsets und Presets und so weiter kommen als Extension, weil ein Studio One Extension ist wie ein ZIP-Datei sozusagen. Es kann sehr viele verschiedene Dateien dabei haben. Das kann ein Plugin sein, es kann Preset sein, es kann Samples haben und alles. Und nur mit einem Drag and Drop oder einem Doppelklick, alles ist installiert in den richtigen Platz. So es ist super easy für den End-User. Okay. André, hast du schon? Mit dem Ding mit SoftTube auch, denn es ist ein besonderes Deal nur für Studio One-User. So, denn Studio One-Extension geht nur in Studio One. So, das ist für SoftTube. Aha, da weiß doch der André bestimmt Bescheid. Der hat doch bestimmt auch eine Nuklear-Extension dann gemacht, oder? Ja. Noch nicht, ist aber auf jeden Fall in Arbeit. Ja, wow. Cool. Kommt auch. In jedem Fall. Also dann ist das so ein bisschen wie so ein Refill bei Propellerheads, wo ich sowas zusammenpacken kann? Ja, es funktioniert in dem, ja, es ist den gleichen Richtung als ein Refill for Reason, ja. Alles klar. Aber mit dem SoftTube Saturation muss man vorsichtig sein, habe ich eben mal ein bisschen mit experimentiert. Ja, also, nur eine Kleinigkeit ist sehr viel. Ja, du musst Keep Low machen, das ist immer besser. Ja. Well, for Bass can Keep Low is good. Unbedingt. aber ich finde, es ist sehr nette Saturation. Ich meine, SoftTube sind sehr berühmt für den Saturation und Compression, das die haben. So wir wollten mit SoftTube arbeiten über dieses und gibt ein bisschen diese analog Feeling sozusagen auf jeden Spur. Und ich habe es selbst nur ein paar Mal benutzt, aber mein erster Eindruck ist sehr, sehr positiv. Ich liebe das Ding. Fragen wir mal den André. Benutzt du sowas? Wir wissen ja, wie das Zeug. Ich benutze das eigentlich sehr viel, allerdings zurzeit fast ausschließlich aus dem Ozone bzw. Alloy, weil ich die unglaublich gut finde, die Algorithmen. Klar ist das SoftTube auch bekannt für die Qualität gerade der Verzerr-Algorithmen und die sind mit Sicherheit sehr, sehr gut. Aber ich finde es dann, also für mich persönlich, ich arbeite lieber mit einem Plugin, das ich dann gut bedienen kann, und aber das ist sicher toll. Also ich habe noch kein schönes Sättigungs-Plugin gefunden. Aber vielleicht gelingt mir das mal irgendwann. Aber es ist auch kostenlos. So.
Ein geschenkter Gaul schuckt man nicht ins Maul, sagt man oft in Deutschland. Genau. So, Rodney, 100 neue Features. Zeig uns doch nochmal die 10 Features, die du gerne in dieser Sendung gezeigt hättest, aber ich nicht erwähnt habe. Oh, das ist, wir haben gesprochen über alle die sehr gute Features, glaube ich, die wichtigste. Auch eine Kleinigkeit, das ich wollte seit Anfang, ist, jetzt man kann Notizen machen. So, wenn ich gehe zu meiner Song-Info, wo ist das jetzt? Ja, ich kann auch Notes machen auf den Song-Info. So, ich kann sagen, good chorus in bar 2 or whatever. So, ich kann kleine Notizen machen für jeden Song. Auch eine Kleinigkeit, aber etwas, das ich finde, sehr, sehr gut. Weil wenn ich mache eine Recording-Session, ich mache immer Notizen über, was ist gut, was ist richtig, you know, was muss übergearbeitet, sollten wir arrangieren. So, ich mache immer sehr viele Notizen und jetzt kann ich für jeden Song ein Notepad haben. Wie gesagt, auch eine Kleinigkeit, aber etwas, das ich benutze jeden Tag. Was haben wir noch? Das ist gut. Ampere hatten wir gesprochen über, das klingt so viel besser als vorher. Ich benutze sehr viele Gitarren-Plugins. Ich benutze Studio Devil, Guitar Rig, Amplitude, alles, weil ich arbeite mit sehr vielen Gitarrengruppen. Aber ich muss sagen, jetzt, ich gehe zum Ampere mehr als 50% der Zeit. Ich finde es wirklich ein sehr, sehr gutes Gitarren-Plugin jetzt. Und es kommt noch mehr Arbeiten über dieses in die Zukunft. Ich hatte das ja mal hier sogar explizit vorgestellt. Mhm. Und am Ende der Vorstellung kam dann von mir allerdings auch der Wunsch, das doch noch mal ein klein bisschen klanglich aufzuwerten. Und genau das habt ihr getan. Ihr habt einiges gemacht in Studio One 2.5, was ich mir gewünscht habe. Das ist gut. Well, das war die Idee. Wie gesagt, es ist alle Wünsche von den End-Users. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, immer, dass wir hören, was die User sagen. Und wir machen ein Programm, das wirklich arbeitet, wie den User wollte es haben. Und so, das ist wirklich das Grund hinter 2.5. André, was ist dir noch an Kleinigkeiten oder anderen Sachen aufgefallen, die du hier noch mal zeigen oder vorstellen möchtest? Was ich jetzt noch nicht so ganz testen konnte, weil ich glaube, das Plugin von dem Herrn Ammermann noch nicht so ganz so weit ist. Ich glaube, diese Automationstools, die neuen, sind super spannend zusammen mit dem Audio-Designer, mit dem Spatial Audio-Designer. Gerade so um so Fahrten, Fluggeschichten zu machen, 3D-Geschichten. Und da bin ich auch sehr gespannt, inwieweit das gut zusammenarbeitet. Was gibt's denn? Was kann man denn neu machen in der Automation, Rodney? Kannst du das zeigen? Es ist übergearbeitet. Man hat sehr viel einfacher, den Punkt zu machen mit einer Command. Man kann den Value locken mit Alt und Doppelklick. Man kann machen alle die Punkte in einem Platz. Und so weiter. So, es ist nur nochmal Kleinigkeiten, das macht den Arbeiten so viel schneller als vorher, wie mit den Comping. So. Was mir noch eigentlich fehlt, vielleicht habe ich es auch übersehen, was ich mir immer noch wünsche, ist ein Mixer Reset. Gibt es sowas mittlerweile? Ein Mixer Reset? Noch nicht. Dass man alle Plugins raushaut, dass man sagt, ich will jetzt nochmal komplett von vorne mischen, haut mir mal bitte alle Plugins raus. Oder was auch gut ist, wäre, dass man eben den Mischer unabhängig vom Projekt wechseln kann, ne? Was bei Pro Tools geht, das ist gut. Dass man einen Mixer hat und einfach ein anderes Audio-File hinten dran stecken kann. Verstehst du, was wir meinen, Rodney? Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Okay. Na? Das schick mir eine E-Mail von Eric. Ich habe das ganz oft, dass du ein neues Plugin, einen neuen EQ, du sagst, ich will jetzt nochmal einen Mix mit dem neuen EQ versuchen, mach dein altes Projekt auf und muss jede Spur erstmal keinen Effekt, keinen Effekt, keinen Effekt. Bei 60 Spuren ist schon echt Arbeit. Ich hätte gerne so ein Remove All Plugins und dann kannst du ganz frisch nochmal anfangen.
glaube, wir sind jetzt schon beim Wünschen. Für mich persönlich wäre ganz toll ein Solo-Button im Plugin, im Insert-Plugin, ein Solo-Button. Das wäre für mich so ein Wunsch, dass man, wenn man EQ aufmacht, gleich oben einen Solo-Knopf hat. Ansonsten muss ich immer erst zur Spur gehen, da Solo drücken, dann mein EQ einstellen, dann wieder. Ich hätte gern oben im Plugin gerne noch so einen kleinen Solo-Button. Nee, seid aber froh, dass ich mit einem einstellen kann. Es gibt da ein Programm, das hat meiner Meinung nach zu viele Buttons und Schilder und Schalter an jeder Ecke und Ende. Also von daher würde ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, wir müssen den André noch mal reinholen, der hat sich hier verabschiedet. Probiere ich jetzt mal. So. Ja, Wünsche. Du hast es ja im Prinzip gesagt, dass ihr euch bemüht habt, eben die Sachen noch mal einfacher, viele Sachen einfach im Workflow zu machen. Aber trotzdem vermisse ich bei allen Herstellern, dass das weniger Funktionen wird und übersichtlicher wird. Es ist dann, am Ende des Tages wird ja dann ein Usability-Problem einfach mit noch einer weiteren Funktion gelöst. Das ist, weißt du, es werden immer mehr Funktionen, immer mehr. Und dann habe ich jetzt noch ein Feature, dann macht das einfacher. Da musst du das und das machen. Das ist ja. Eigentlich? Oh, dieser Creeping Featurism ist immer ein Problem mit vielen Programmern, nicht nur im Musikbereich. Zum Beispiel Microsoft sind ein fantastisches Exemplar von Creeping Featurism. Jede Version hat so viele mehr Features, dass man gar nicht braucht. Ja. Aber bei uns sind wir immer sehr, sehr vorsichtig, weil diese Idee, dass mehr Features macht ein besseres Programm, ist völlig falsch. So bei uns sind wir immer sehr, sehr vorsichtig, dass wir gehen nicht in diese Richtung, dass wir haben noch ein Feature, noch ein Feature, noch ein Feature und dann wir haben dieses Programm, das ist so kompliziert, dass niemand will es benutzen. Wir haben neue Features, wie ich habe gesagt, wir haben 100 neue Features in 2.5, aber diese Features sind nicht sozusagen noch mehr Features als vorher. Es ist die Features von vorher, aber besser gemacht und einfacher gemacht. So ich will nie dann, man sagt, oh ja, mehr Features ist noch besser. So es ist alle Improvements mehr als neue Features. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass ihr da auch weiterhin extrem Wert drauf legt. Jetzt nicht für jedes Problem eine neue Funktion zu erfinden, sondern ja, zu überlegen, ob wir vielleicht ein paar rausschmeißen können, weil es jetzt automatisch geht. Ja, genau. Ja. Gut, also ich bin mit meinen Kärtchen durch. Wer hat noch Kärtchen und Ideen? Was kam aus dem Chat? Regie, haben wir noch was? Mal gucken, ob wir die Regie hören. Ja, hört die Regie da? Da kam eine Frage aus dem Chat und zwar, ist die GUI grafisch anpassbar? Skaliert. Grafisch anpassbar? Oh, skalieren, man kann es. Wir hatten ein bisschen Experimente gemacht mit den GUI. Jetzt ist es fixed und bleibt so im Moment. In Zukunft vielleicht das kann geändert sein. Wir hatten experimentiert mit dies, aber wir sind noch nicht glücklich über was wir können machen da. Denn GUI jetzt ist fixed und bleibt so für den nahe Zukunft sozusagen. Wir haben hier noch eine Überraschung für dich vom André. André, bist du in der Lage, deinen schönen neuen Monitor zu zeigen? Wenn dann können wir dich auch gleich mal fragen, inwieweit sich Presonus darauf einstellen wird. Geht es? Probier mal. Das geht leider nicht schön wahrscheinlich. Macht nichts. Ich öffne mal eben. Zeig mal. Ein Projekt mit Spuren. Da müsste ich mal eben den Monitor drehen. Moment. Weil das ist eine Sache, da müsste ich. Das wird jetzt nicht schön, weil ich habe wirklich ein sehr kurzes Webcam-Kabel. Und auch die helle Lampe im Hintergrund. Ach, macht nichts. Jetzt seht ihr gerade die Spuren. Musotalk-Zuschauer sind Kummer gewohnt. Genau. Schauen wir mal, wie weit ich da komme. Oh, was haben wir denn da? Mein neuer Touchscreen. Ein iPad! Endlich in der Sendung! Der quasi auf dem Boden, auf dem Schreibtisch liegt. Also ich glaube mit 30 Grad ist der oben. Und der ermöglicht also auch einen ganz, ganz tollen Weg auf die Lautsprecher. Da ist also jetzt kein Screen mehr zwischen Lautsprecher und Ohr. Und die Bedienung von Studio One funktioniert erstaunlich gut. Also ich habe jetzt heute Morgen schon mal angefangen, ein bisschen rumzumischen und das macht echt Spaß.
Da solltet ihr auf jeden Fall jetzt schon ein Augenmerk drauf legen, auf diese ganze Bedienung. Ich habe auch festgestellt, wie André, dass man mit Studio One schon eine Menge machen kann, was touchmäßig funktioniert. Aufpassen muss man immer, dass die Elemente nicht so klein werden, dass man klare Schaltflächen hat. Ich glaube, das sollte schon noch mal jetzt, wo Windows 8 kommt, der Mac vielleicht irgendwann auch mit Touch zu bedienen ist oder ihr vielleicht sogar was fürs iPad machen wollt. Ist Touch-Bedienung für euch ein wichtiges Thema jetzt? Ja oder nein, Rodney? Natürlich ist es ein wichtiges Thema für alle, weil mit doch. iOS und so. Und mit den iOS-Devices, die sind so, die geht so gut im Moment, dass alle muss denken über Touchscreen. Und ja, wie André hat, ich meine, Touchscreens gehen immer preiswertiger, so ich glaube in Zukunft alle Rechner will Touchscreen sein, in vielleicht 2 oder 3 Jahren. So, wir müssen immer denken, über was geht in Zukunft. Ich glaube, bis jetzt, wie André hat gesagt, unser Interface, unser GUI geht sehr gut mit Touchscreen, weil es ist ein sehr modernes GUI und wir hatten sehr viel optimiert, Kleinigkeiten in den GUI zu machen, es gibt, you know, nicht so große Borders zwischen die Elemente und so. So mit einem Touchscreen, es sollte gehen sehr, sehr gut. Ich glaube natürlich in Zukunft, das kommt noch mehr. Ich habe jetzt hier eine Frage aus dem Chat. Pau Kist schreibt, hat MusicTalk eigentlich Werberechte, Schleichwerbung? Macht doch mehr Musik. Also Pau Kist, an dem Tag, wo wir Werbegeld von Apple bekommen, ja, dann explodiere ich, ja, und steige in einer riesen Rauchfahne hunderte Meter in die Weltall hinaus. Das wird nie vorkommen. Macht euch da gar keine Sorgen. Na? iPad. iPad. Gibt's eine iPad-Version von Studio One? Nein, das, I mean, Presonus, wir hatten bei Presonus sehr viele iPad-Software für unsere Mischpulte und unsere Interfaces und so. Wir machen immer Control-Software. Ich habe mein iPad auch dabei. So, wir hatten sehr viele Control-Software für den Studio Live Mischpulte. Zum Beispiel, man kann alle die Studio Live Funktionen benutzen auf ein iPad. Wir haben auch iPhone-Software. Robney, kurze Frage zwischendurch. Diese Software, die geht aber nicht mit der Audiobox, ne? Audiobox kann ich nicht steuern, ne? Ein Audiobox-Achsen-Achsen kann man steuern. Den Achsen-Achsen-VSL, man kann steuern. Ich habe den Software auch da. Moment. Ehrlich? Ja. Hoffentlich. Ich gehe mal gerade gucken, was ich hier habe von dir. Den Audiobox-Achsen-Achsen, man kann steuern. Den anderen Audioboxen nicht. Ich habe hier eine 1818 VSL. Ja, 1818 VSL. Moment. Das geht, ja? Hoffentlich, ja. Ich habe nämlich nachgeguckt und habe nichts gefunden bei euch auf der Seite. Kann man das sehen? Ja! 1818 VSL. Okay. Und ich gehe jetzt, ich bin in Demo-Modus, aber wenn ich gehe, so dann Connect. Ah, sehen, ja, alles klar. Geht. Nee. Ja, ups. Na super. Moment. Ja. Und das ist den Control-Panel für den Audiobox Achsen-Achsen. Übrigens, Rodney. Mit all die Effekte auch dabei. Man hat hier den Compressor und Gates und EQ. So man kann alles steuern auf den Audiobox. Alle die EQs und Compressors und so weiter. So, was ja, auch wichtig geht. Ist für die Leute, die sich überlegen, so ein überteuertes Laptöpchen hier zu kaufen. Den kann ich nur sagen, dass Studio One auf dem Retina-Display super aussieht. Einige andere Hersteller haben das nicht so im Griff und hat man ganz fiese, krisselige Grafiken. Aber Studio One ist meiner Meinung nach auch für diese höheren Auflösungen schon bestens geeignet. Danke. Gern geschehen. Judy, ich bin durch. Zum Thema iPad und Studio One. Da steht jetzt ja auch in Kürze der Haswell-Prozessor von Intel ins Haus, der jetzt für, ich glaube, Anfang 2013 angekündigt ist. Und dann werden Pad-Computer so schnell sein wie Desktop-Systeme heute. Und ich denke, dann wird das Studio One perfekt auf so einem kleinen Pad laufen. Das wird kein Problem sein. Gegebenenfalls dann auch mit Windows 8. Mhm. Für mit jedem Interface dann... Ja.
für Kontrollieren mit Studio One auf iPad, es gibt diese V-Control-Software von Paul Nyring. Und das muss ich auch empfehlen. Nyring Audio arbeitet mit uns. Sie machen ein sehr gutes Remote-Control für Studio One. Und es gibt auch eine kostenlose Version von V-Control. Aber man kann eine Version kaufen, dass man kann den Plugins in Studio One auch editieren, direkt auf den iPad. Und das funktioniert. So, ich habe die Werbung wieder abgebaut hier. Ne? Wir haben jetzt hier den Kollegen. Na? Zweiter Teil von den Zombies. Er hat einen Kopfhörer auf und einen Radiorekorder hier vorne. Also es hat auch was mit Musik zu tun. Wenn euch nichts mehr einfällt, fallen mir nur noch dumme, alberne Sachen ein. Und ich sehe jetzt hier auch im Chat nicht noch eine interessante Frage. Mhm. Regie, haben wir noch was oder machen wir Feierabend? Nee, also im Chat kam jetzt auch, keine. Alles klar, machen wir Feierabend, würde ich sagen. Ja. Okay. Da bedanke ich mich beim André erstmal. Vielen Dank, dass du dazugestoßen bist als Studio One Beta Tester. Von deinem Touchscreen und Windows 8 und Musiksoftware sehen wir bald auch noch was hier auf diesem Sender. Ja, und ich habe heute die Maus noch nicht in der Hand gehabt und das Keyboard auch noch nicht. Und ich habe schon viel gemacht heute. Wir sind gleich auf dem Weg in der Mittagspause zum Cyberport und holen uns so ein Ding. Da gibt es nämlich die Ecke. Dann bedanke ich mich beim Rodney, der aus London zugeschaltet war. Bitte, Dankeschön. Um mit uns und durch die neuen Features zu gehen. Ja. Und es ist umsonst. Ne? 2.5 ist ein kostenloses Update. Ja, mal kostenloses Update, nur direkt holen von dem Internet. Oder im Studio One gehen, zum Studio One sehen, Update, check for new version, updaten automatisch in Studio One selbst. Und ich muss euch da einfach mal loben, denn ich glaube, der ein oder andere größere Hersteller hätte daraus vielleicht sogar eine 3.0 gemacht und ein bisschen Geld dafür genommen. Ja. Aber Presonus ja nicht, weil Presonus liebt uns ja, wie das Video uns... Presonus loves you. Witzige okay. Message. I love you too. Bedanke mich nochmal beim André, beim Rodney und sage Make More Music. Bis zur nächsten Sendung hier auf diesem Sender. Tschüss. Tschüss. Tschüss.